Mein Pilgertagebuch. 20. Tag, 19. August 2017. Heute werden es 37 Kilometer. Der Tag war bis Sangüesa gut gelaufen. In der Stadt habe ich mir in einem Autoladen neue Wanderschuhe gekauft und die Bergschuhe an der Post nach Hause geschickt. Man sollte meinen, dass der Tag gut weitergeht. Doch ich habe mal wieder nicht die Zeichen anderer gehört. Diesmal war es ein Autofahrer, der mit Hupen mir verständigen wollte, dass ich einen falschen Weg gehen wollte. Ich hätte dem Autofahrer vertrauen sollen. Hier in der Stadt geht man nach der Kirche über eine Brücke und dann rechts in Richtung Roccaforte. Bin ich natürlich nicht gegangen. Nun fing eine Odyssee für mich an. Ich lief so 37 Kilometer an der Straße entlang und kein Ende der Straße war in Sicht. Dann fing ich an, den Daumen rauszuhalten, bis ein Mann mit einem VW-Bulli anhielt. Er brachte mich bis San Martin de Nux. Hier im Ort gab es aber auch keine Pension oder ein Hotel, wo ich übernachten konnte. Daraufhin habe ich ein Taxi angerufen. Die Taxiroute ist gelb markiert auf der Übersichtskarte, der mich dann bis Tafalla bringen sollte. In Tafalla angekommen, sind wir dann mehrere Hotels abgefahren. Doch hier in Tafalla war Fiesta, Stierkampf. Alles war ausgebucht. Ich bat dann den Taxifahrer, dass er mich bis Ponte Lorena fahren sollte. Hier in Ponte Lorena war dann auch eine Pilgerherberge. Die Pilger kommen hier meistens von Saint-Jean-Pierre-de-Port. Und ab hier werde ich nicht mehr alleine unterwegs sein. Der Aragonweg trifft hier auf den Weg von Pierre-de-Port. Die Auberge kostet hier 5 Euro. Nun werde ich mich erst einmal ausruhen und mein Tagebuch schreiben. Die Bilder in die Wolke laden und danach zum Essen in die Stadt gehen. Mal sehen, was es hier in Ponte Lorena so alles gibt. Um 20.30 Uhr habe ich ein Menü bestellt und spanischen Fußball geschaut. Erste Liga. Am Abend wurde es kalt und ich werde versuchen, schnell zu schlafen. Doch hier herrscht reger Betrieb und es wird noch eine bestimmte Zeit dauern, bis hier das Licht ausgeht.